Zu Gast bei der Kaffeerösterei Dienstler am Irschenberg, am Rande der Bayerischen Alpen. Auf der Suche nach dem perfekten Geschmack wollen wir hier heute alles über Rohkaffee, Rösten und natürlich die beste Tasse Kaffee erfahren. Also ich habe es heute Morgen schon gemacht und Sie mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch, nämlich Kaffee getrunken. Und ich weiß ja nicht, wie Sie das machen, aber ich mache es auf jeden Fall mit so einem Herdkännchen. Ich packe da einfach immer den Kaffee rein, den ich gerade zu Hause habe. Das ist manchmal Espresso, manchmal so ganz normaler Kaffee. Und eigentlich weiß ich überhaupt nicht, ob das irgendwie richtig ist. Das und noch viel mehr zum Thema Kaffee werden wir heute rausfinden. Wir machen Sie zum Kaffeekenner. Ich habe mal eine Frage. Was kommt da rein? Normalerweise kommt in dieses Herdkännchen ein Espresso rein. Mhm. Ich trinke als Cappuccino. Ganz normal als Cappuccino. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten? Mit Milch schon. Was passt denn am besten zu einer Pizza? Schwierig. Am besten Rotwein vielleicht. Trinkst du auch schon Kaffee? Ja. Magst du mir verraten, was für einen Kaffee du da trinkst? Kaffee Macchiato. Bis jetzt ist das der beste Kaffee in Europa, den ich hier bis jetzt gefunden habe. Und das heißt schon was, weil der wird hier noch im Familienbetrieb hergestellt. Und das ist doch etwas anderes als woanders, wo Menge Masse Tonne ist. Kaffee Kirsche, Kaffee Gürtel, kalter Kaffee, der auf einmal heiß begehrt ist. Was wissen Sie über das Lieblingsgetränk der Deutschen? Wir machen Sie vom Kaffeetrinker zum Kaffeekenner. Kapitel 1, der Rohkaffee. So, Max, kriege ich bei dir einen Kaffeegürtel? Einen Kaffeegürtel? Ja. Willst du kaufen? Ja. Nee, habe ich leider nicht da. Kaffeegürtel, das ist, beschreibt quasi, wo der Kaffee herkommt. Ja. Es sind ja eine Vielzahl Länder, okay, in denen der Kaffee angebaut wird. Und die liegen alle ungefähr nebeneinander, ja, vom Breitengrad her. Und das beschreibt man als Kaffeegürtel. 20 Grad nördlich bis 20 Grad südlich des Äquators herrscht das passende feucht-heiße Klima, das die Tropenpflanze besonders mag. Hier wächst der Kaffee als Strauch oder kleiner Baum und trägt zur Erntezeit haufenweise sattrote Früchte. Moment mal, rot? Früchte? Mir war irgendwie nicht so richtig klar, dass Kaffee eigentlich gar keine Bohne ist, ne? Ja, die Kaffeebohne ist keine Bohne. Die Kaffeebohne ist der Kern bzw. der Samen der Kaffeekirsche. Und zwei Kaffeebohnen, ja, mit der flachen Seite zueinander, aha, das ist die Seite, die diesen Schnitt hat, die bilden generell den Kern einer Kaffeekirsche. Ich trinke am Tag wahrscheinlich viel zu viel Kaffee, was der Beruf natürlich mit sich bringt. Starte am Morgen mit einer Tasse Filterkaffee oder zwei, die nur für den Genuss sind. Und über den ganzen Tag, auch im Rahmen unserer Qualitätssicherung, kommt dann noch die ein oder andere Tasse dazu. Sag mal, sind jetzt eigentlich jede Bohne genau gleich oder gibt es auch Unterschiede? Es gibt Unterschiede. Es gibt mal als allererstes zwei verschiedene Hauptsorten beim Kaffee. Wir haben, okay, Arabica-Kaffee und wir haben Robusta-Kaffee. Ist da einer stärker und einer ein Espresso und der andere normaler Kaffee oder wie ist das? Nee, Espresso oder normaler Kaffee entscheidet sich beim Rösten. Aber wir haben von der Charakteristik prinzipiell mal die Situation, dass Robusta-Kaffees generell eher mehr Ecken und Kanten haben im Geschmack, oft holziger sind, erdiger, der Arabica dagegen immer so die bisschen feinere Angelegenheit, mhm, ist. Und das hier ist jetzt einfach so eine Mischung aus verschiedenen Sorten, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das ist keine Mischung, das ist auch ein Arabica-Kaffee, ja, kann man sich jetzt mal hier nochmal anschauen. Dort haben wir ein ziemlich unintaktes Bohnenbild, ja, sehr farbenfroh insgesamt, auch die Bohnen sind teilweise nicht intakt, sind angefressen, sind kaputt, das heißt, da war vielleicht ein Insekt auch am Werk. Das ist aber auch Arabica-Kaffee. Einfach auch mal vor dem Hintergrund, dass wenn man seinen Kaffee bewirbt mit 100% Arabica, das sagt natürlich erstmal nichts über die Qualität aus. Ich weiß, welche Kaffeesorte dann drin ist, welche, aha, Kaffeesorte verröstet wurde. Aber die kann eben entweder so oder so aussehen. Und das Gemeine, geröstet und gemahlen, sieht man kaum einen Unterschied. Man schmeckt ihn nur. Sag mal, zeigst du mir jetzt, wie wir von da nach da kommen? Das zeige ich dir jetzt in unserer Kaffeerösterei. Cool. Komm mit. Dann geht's jetzt los. Hier am Irschenberg werden jeden Tag knapp 4000 Kilo Kaffee von Hand verröstet. Kuschelig warm ist es und ziemlich laut. Max, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir sind jetzt hier in unserem Rohkaffeelager. Ja, wir haben jetzt hier Kaffeesäcke aus gut 25 verschiedenen Anbaugebieten. So, wir können hier mal so einen Kaffeesack öffnen.
kommt jetzt von den Galapagos-Inseln. Sag mal, wenn der Sack so weit gereist ist, kommen da manchmal auch komische Tiere mit? Habe ich bisher noch nicht erlebt. Noch also nicht? Keine Vogelspinne, nee. Keine Stapelschnecken, nichts dergleichen. So ein paar Kuriositäten. Öfters ist vielleicht einmal eine Geldmünze aus einem fremden Land drin oder irgendwas dergleichen. Aber wir haben jetzt nicht mit also Tieren hier zu tun. Also da nicht noch irgendwelche Geschichten Nein, haben mit wir dem auch Kaffee? Man kann jetzt in dem Zustand definitiv schon was über die Qualität von dem Kaffee sagen. Also nicht nur darüber, ob man den Härtegrad durchs Anbeißen bestimmt, sondern einfach auch, dass wir hier einfach ein sehr schönes, gleichmäßiges Bohnenbild haben. Wir haben sehr große Kaffeebohnen, wie man jetzt hier sieht. So soll eigentlich guter Rohkaffee ausschauen. Warum sind die Bohnen blass? Wir machen sie zum Kaffeekenner. Und jetzt wird's heiß. Es geht ans Rösten. Wir rösten den Kaffee im Langzeitröstverfahren an einem Trommelröster. Die Trommel wird über Gas aufgeheizt. Also wir haben ein offenes Feuer unter dieser Trommel. Und der Kaffee wird über Kontakt mit der heißen Trommelwand geröstet. Damit das möglichst gleichmäßig passiert, wird der Kaffee in Bewegung gehalten über ein Schaufelwerk. Die Bohnen verbringen dadurch gleich lange Zeit allesamt mit der Trommelwand und werden schön gleichmäßig geröstet. Jetzt haben wir den Kaffee gut 7 bis 8 Minuten drin, wow, in der Rösttrommel. Jetzt riecht schon langsam nach, ja, Kaffee, ne? So ein bisschen nussig. Ja, einfach. Genau. Leicht grasig immer noch, ja, aber auch schon ein bisschen gebrannte Mandeln. Genau. Also da kann man ja jetzt schon einiges an Gerüchen wahrnehmen. Und wie wichtig ist eigentlich dieser Röstvorgang? Also was kann man da alles falsch machen? Das ist immer die Frage, was ich für einen Anspruch habe. Also, ja, wenn ich was hinterher will, was braunes, heiß und ein bisschen bitter schmeckt, dann ist es im Grunde egal. Wenn ich einfach wirklich ein tolles Aroma haben will und ein tolles Produkt in meiner Tasse, dann ist wichtig, dass der Kaffee sehr lange geröstet wird. Sprich bei möglichst niedrigen Temperaturen, 200, 220 Grad, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Theoretisch besteht der einzige Unterschied zwischen einer Kaffeeröstung und einer Espresso-Röstung in der Röstdauer. Der Espresso wird einfach länger geröstet. Ja. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, ich kann jeden Kaffee nehmen und aus dem einen Kaffee rösten oder einen Espresso. In der Praxis sieht es tatsächlich so aus, dass es Kaffees gibt, die sich gut für eine Espresso-Röstung eignen und Kaffees gibt, die sich gut für eine Kaffeeröstung eignen. Hier entscheidet nicht die Maschine, wann der Kaffee fertig ist, sondern der erfahrene Röstmeister. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Jetzt dauert es auch nicht mehr lange. Ja. Nochmal gecheckt und für perfekt befunden. Nach der Kaffeesauna geht's für die heißen Bohnen ins Kühlkarussell. Wenn du die jetzt nicht rausgenommen hättest. Ob die Blasen, die werden dunkler, dunkler und dunkler und fangen irgendwann zu brennen an. Ach so, ja, also man hat früher in Brasilien den Rohkaffee aus Ernteüberschüssen genommen und hat dann mit Dampflokomotiven beheizt. Also so ein Kaffee brennt sehr, sehr gut. Ja. Für den Kamin ist dieser Kaffee definitiv zu schade. Damit die Bohnen nicht weiter brutzeln, werden sie eine Weile zum Auskühlen umgerührt. Wie man es mit dem Kaffee in der Tasse eben auch macht. Und was man jetzt sieht, ist einfach eine schöne, gleichmäßige Röstung. Ja. Wir haben die gleiche Farbe, keine wahnsinnig hell, wahnsinnig dunklen Bohnen. Aus den blassen Kirschkernen sind knackige Bohnen geworden. Und schmeckt nach Kaffee. Kaffee-Reporterin Sarah nimmt direkt eine Tüte voll mit. Getrunken wird im nächsten Kapitel. Danke. Kaffee ist für mich deswegen so faszinierend, weil es unglaublich facettenreich ist und weil es einfach ein Thema ist, wo ich jetzt in meinen jungen Jahren schon sagen kann, dass ich es nie abschließen werde. Schmeckt der Kaffee unterwegs besonders köstlich? Wir zeigen Ihnen, wie das auch zu Hause gelingt. So, ich habe jetzt vorher meinen allerersten Kaffee selber geröstet und den will ich jetzt natürlich auch mal trinken. Wo hast du den gemacht? Mit Max zusammen? Den habe ich mit Max zusammen gemacht. Kannst du mir jetzt mal die Profi-Analyse geben? Also ich kann dir auf alle Fälle sagen, dass wir hier mit einem tollen Filterkaffee machen können. Aha. Wir können einen Kaffee-Creme machen, aber mit Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato kriegen wir ein Problem, weil das ein Kaffee ist, der nicht für Espresso-Zubereitung geeignet ist. Also guck mal, ich benutze zu Hause meistens sowas, so ein Herdkännchen. Und da kann ich jetzt den Kaffee nicht reinmachen. Also auch nicht, wenn er gemahlen ist. Du kannst ihn reinmachen, aber er wird nicht richtig gut schmecken. Weil auch für die Zubereitung in deiner Herdkanne brauchen wir Espresso-Kaffee. Okay.
Aber wir können jetzt hier mal, wenn du willst, einen schönen Filterkaffee machen. Okay. Und wir geben die mal hier hinten in unsere in unseren Vollautomaten und machen eine schöne Tasse Kaffee-Creme damit. Okay. So, und jetzt habe ich auch das Wasser natürlich schon vorbereitet. Das hat die richtige Temperatur, die richtige Menge. Und jetzt gießen wir den Kaffee mal kurz an. Und wir werden erstmal nur das Kaffeemehl benetzen, sodass das ein kleines bisschen vorquellen kann. Mhm. Ja, siehst du ja auch schon, wie das so ein bisschen schäumt, ein paar Bläschen kommen raus. Das lassen wir jetzt ganz kurz quellen. Und dann gießen wir kreisrund den Filter einmal fast voll. So, und wenn sich das Ganze jetzt gesetzt hat, dann erst geben wir den Rest rein. Und dann haben wir die optimale Kontaktzeit zwischen Wasser und Kaffeemehl und wir sehen eine super tolle Filterkaffee. Privat vermeide ich es, mit meiner Frau Kaffee zu trinken, zu Hause zumindest, weil ich behaupte, meine Frau kann den Enthusiasmus für Kaffee nicht richtig mit mir teilen. So, liebe Sarah, und jetzt nimmst du mal die Tasse, stellst sie unter einen Vollautomaten. Ich habe oben im Bohnenbehälter deinen Kaffee eingefüllt und dann musst du nur noch auf den Knopf drücken. Aha. Das ist noch leichter wie Auto einpacken. Das schaffst du, bin sicher. Ja, Logo. Okay, pass auf. Showdown zwischen der Tasse aus dem Vollautomaten und der handgefilterten Kollegin. Heiß und schwarz sind sie beide. Wo liegt der Unterschied? Und, was sagst du? Die perfekte Tasse Kaffee. So, und jetzt probier die andere. Schmeckt er gleich? Nee. Schmeckt anders? Komplett anders. Komplett anders. Komplett anders. Das liegt an der Zubereitung. Die Zubereitung unter Druck löst einfach andere Inhaltsstoffe aus dem Kaffee aus. Sag mal, Thomas, könntest du uns so 5 Espresso-Regeln aufstellen? So die goldenen Regeln sozusagen, wie man den perfekten Espresso machen kann. Du brauchst die richtige Menge Kaffee. Du brauchst den richtigen Mahlgrad. Du musst den richtig fest verpressen. Also so richtig, du darfst dich da richtig in den Siebträger reindrücken. Die Tasse muss warm sein, die muss heiß sein. Und natürlich muss auch das Brühwasser aus der Maschine richtig heiß sein. Es darf allerdings nicht kochen. Wenn das Wasser kochen würde, dann würden wir den Kaffee verbrennen und er würde bitter schmecken. Damit der fertige Espresso nicht fröstelt, Tasse vorwärmen. Für den kurzen Italiener muss die Bohne recht fein gemahlen werden. Espresso in kalter Tasse ist erstmal nicht gut. Ist erstmal gar nicht gut. Okay. Schon wieder was gelernt. Deswegen, hab ich so auch deswegen sind wir hier. Genau. Schau mal, und jetzt, so wie die rausläuft, so soll das aussehen. Okay. Das ist ein dünner, gleichmäßiger Strahl, hat so die Dicke einer Stricknadel, macht so einen kleinen Bogen hier, ja, das viel bewunderte Mäuseschwänzchen, wie die Baristi gerne sagen. Die Farbe in der Crema wechselt ein bisschen. Also so soll ein Espresso ausschauen. So, und schon ist er fertig. Und wenn du jetzt hier mal reinschaust, da hast du einen richtig tollen Espresso. Richtig so dick, ja, perfekt. Du kannst mal versuchen, jetzt hier die Crema mal wegzublasen. Und wir sehen, die schließt sich sofort wieder. Schaffst du nicht. An einer intakten Crema sieht man also, ob der Espresso frisch ist oder herumstand. Und jetzt sprachlos. Ich krieg erstmal so eine kleine Hitzewallung, weil der schmeckt ja richtig stark. Das ist so. Der ist mit Sicherheit viel, viel kräftiger im Aroma als der Kaffeecreme. Und noch mal kräftiger als den Filterkaffee, den wir zubereitet haben. Ja. Und heißt das dann auch gleichzeitig, dass er viel mehr Koffein hat? Nee, hat er nicht. Aufgrund der Zubereitungsart hier in der Siebträger-Espresso-Maschine hat er weniger Koffein als der Filterkaffee. Muss man da eigentlich bei der Milch auch schon was beachten oder kann man jetzt jede Milch nehmen, die man so zu Hause stehen hat? Du solltest schon auf ein paar Dinge Acht geben. Also erstmal brauchst du qualitativ hochwertige Milch. Am besten nimmst du frische Milch, weil sie einfach besser schmeckt wie Haarmilch. Ja. Sie soll einen hohen Fettgehalt aufweisen, 3,5% zum Beispiel, einfach wegen des Geschmacks. Sie soll einen hohen Eiweißgehalt haben, denn der Eiweißgehalt macht den Milchschaum cremig.
und sie soll kalt sein. Denn, ach, kalt. Ja klar, der Milchschaum wird dann richtig gut, wenn wir die bis auf 65 Grad erhitzen. Und je kälter die ist, desto länger habe ich Zeit, um den Milchschaum zu erzeugen. Okay. Und desto schöner wird er. Erstmal geben wir die Kanne voll Milch. Okay. So, und wenn ich jetzt das Ventil aufdrehe, dann wirst du sehen, wird sofort ein Wirbel da drin entstehen. Die Milch dreht sich in der Kanne und ich saug Luft mit rein. Okay. Also aufpassen, es geht los. Siehst du? Die Wirbelbewegung ist schon da. Und ich habe die rechte Hand am Kannenboden, um damit die Temperatur zu kontrollieren. So, und jetzt gehe ein bisschen tiefer rein mit der Kanne. Und jetzt behaupte ich mal, ist das gut. Kanne raus. So, und wenn ich den Milchschaum jetzt noch schön schwenke. Hey, das ist ja jetzt schon. Das ist fertig. Das ist für ein richtiger Milchschaum. Wenn ich einen Schluck Milchschaum nehme, er ist wunderbar süß. Er hat die richtige Temperatur. Er ist nicht so kalt, er ist nicht so heiß. Er ist absolut cremig, smooth, wie man heute sagen würde, hat keine Blasen, dann habe ich mit Sicherheit den perfekten Milchschaum, um daraus einen Cappuccino zuzubereiten. Dafür brauchen wir zuerst den perfekten Espresso. Wer vergessen hat, wie man den macht, guckt nochmal Kapitel 3. So, ja, jetzt machen wir hier ein schönes Herz rein, mit dem fangen wir an. Oh Gott, das Herz wird gegossen, oder? Ja, unbedingt. Wie ist der Schaum? Fluffig und cremig. Schon, ja. Kaffee ist ein Naturprodukt. Insofern wird man nie ausgelernt haben. Man wird nie alle Sorten kennen. Man wird immer wieder was Neues erfahren. Jetzt geht's um den heißesten Kaffeetrend. Und der ist eiskalt. Ganz neu seit diesem Jahr, eigentlich seit letztem Jahr, aber dieses Jahr als Trend eigentlich sichtbar, ist der Cold Brew. Ist kalt aufgebrühter Kaffee. Beim Cold Brew haben wir das Phänomen, dass wir nie Hitze an den Kaffee bringen. Habe ich noch nie probiert. Noch nie probiert? Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach einen Cold Brew, oder? Cold Brew, kalt gebraut, hat aber mit dem klassischen Eiskaffee nichts zu tun. Johnny erklärt, wie es geht. Wir haben hier einen Dripper. Es gibt verschiedene Arten der Zubereitung. Es gibt den French Press, wo der Kaffee lange eingelegt wird, sag ich mal. Okay. Und es gibt eben diesen Dripper, der tropft über 10 Stunden dann durch. 10 Stunden? Macht eben diesen Kaffee besonders geschmeidig. Wie viel muss da jetzt rein? Da können jetzt 50 Gramm Kaffee rein. Also das ist dann praktisch auch schon für die, die lagern wollen. Richtig. Damit du natürlich auch 2 Wochen kalten Kaffee trinken kannst. Ich trinke am liebsten morgens Filterkaffee. Eine Tasse, das reicht, und dann untertags viele kleine Espressos. Können schon mal 10 werden. Jetzt haben wir hier Eiswürfel. Okay. Wenn ich krank bin, trinke ich auch Tee. Und die legen wir jetzt hier oben drauf. Also du meinst es ernst mit dem kalten Kaffee, ich meine das ernst mit dem kalten Kaffee. So, und das läuft jetzt 10 Stunden. 10 Stunden. Ey, krass, guck mal, es tropft ja jetzt schon. Ja, genau, es geht schon los. Und jetzt haben wir so alle 10 Sekunden einen Tropfen und das bringt uns auf 10 Stunden Durchlaufzeit. Bringt uns auf jeden Fall auch runter. Bringt uns auf jeden Fall runter. Man ist danach so entspannt, dass man erstmal einen Kaffee braucht, um langsam wieder hochzufahren. Ne? Während die Eiswürfel jetzt also 10 Stunden auf das Kaffeemehl tropfen, darf Reporterin Sarah schon mal den Cold Brew von gestern probieren. Aha. Mit 5-6 Eiswürfel, richtig schön runtergekühlt, ist das unser perfektes Sommergetränk. Und es wird auch so serviert. Es wird so serviert. Wow. Mhm. Krass. Das ist wirklich so ein richtiger Energiekick. Und Barkeeper Johnny hat noch ein weiteres Trendass im Ärmel. Johnny, ich merke schon, du läufst jetzt zu Hochtouren auf. Das heißt also gerade noch im Café und jetzt schon in der Trendbar, oder wie? Genau, so schaut es aus. Jetzt machen wir aus unserem Cold Brew noch eine Variation, den Cold Brew Mojito. Und der besteht erstmal aus gutem Rum. Der gleichen Menge Cold Brew und ein bisschen flüssigem Zucker. Für den besonderen Kick nehmen wir jetzt noch frische Minze. Ah, okay. Einfach 5-6 Blätter runterzupfen. Und ganz wichtig bei der Minze ist, um die Zellwände zu brechen, einmal klatschen, damit die ätherischen Öle nach außen treten. Richtig. Und dann in unser Getränk geben. Jetzt füllen wir das Ganze noch mit dem Tonic Water auf. Was wir jetzt natürlich noch zum Probieren brauchen, ist ein Strohhalm. Und dann könnten wir eigentlich schon loslegen. Hammerlecker. Zum Glück bin ich schon am Ende von meiner Kaffeereise angekommen und deswegen kann ich mir hier auch den ganzen Cold Brew Mojito gönnen. Cold Brew drin, Kaffee geschmeckt.
Wie fünf für abends? Perfektes Partygetränk, oder? Prost!